alle Tänze von mir! Der forst alles! Was soll denn das? iCrimex und ich nehmen undercover an einem Skin-Contest dran teil. Dave Knight hat bewertet und ihr glaubt niemals, was passiert ist und wer gewonnen hat. Ja, du, ich bin Askel am Start heute mit einem neuen Video. Und zwar heute bin ich undercover bei einem Skin-Contest dabei. Dave Knight ist der Bewerter und sogar iCrimex ist auch dabei, der hier undercover sich reingeschlichen hat. Der Bewerter weiß, dass wir dabei sind. Er weiß aber nicht, welchen Skin wir haben. Und ich bin gespannt, ob wir es in diesem Skin-Contest durchschaffen und zu gewinnen. Das wäre natürlich absolut krass. Wir gucken uns mal kurz die anderen Skins an, ob hier irgendwelche krassen Kombinationen dabei sind. Und ich muss ehrlich sagen, auf den ersten Blick gibt es hier schon einige wirklich sehr, sehr krasse Skin-Combinations. Wow, Leute, feiere ich ja extrem. Ich bin gespannt, wer von euch Paulbergern gewinnt. Und ich hoffe, jeder schneidet gut ab. Oh, vielen Dank, vielen Dank. So, Dave, du kannst eigentlich loslegen, ne? Ja, warte, die Jungs, die müssen hier raus einmal. Ja, also die Helfer können natürlich da stehen bleiben, aber der das geht einer rausgewidert, er hätte so einen krassen Skin, er hat Disconnect gehabt. Der Disconnect, er hätte so einen heftigen Skin an. Boah, Leute, ich muss auch sagen, hier der Skin hier, den Galaxy-Skin, feiere ich auch extrem. Also ich, habe ich jetzt so als Favoriten, oder was? Ich könnte mir vorstellen, vielleicht, dass Max der hier ist. Also das könnte ich mir vorstellen, dass das iCrimex ist, aber ansonsten sehe ich hier eigentlich keine Konkurrenten zu mir. Der ist auch noch ganz cool hier. Ja, der ist auch noch ganz nice, muss ich sagen. Der gefällt mir auch ganz gut. Der ist auch cool, aber ich glaube nicht, dass er weiterkommt. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Wir werden uns hier so ein bisschen... Ich finde, obwohl, den Alien-Kopf finde ich auch richtig cool. Aber das Problem ist bei dem Alien-Kopf, der hat eine richtig doofe Pickaxe. Aber, oh! Junge, der ist krass hier. Oh! Yo, der ist auch nicht schlecht. Ah, also es gibt schon einige hier, die wirklich sich eine gute Kombination ausgedacht haben. Ah, wenn wir uns mal in der Reihe stellen und ich bin mal gespannt, wie Dave Knight so ein bisschen bewertet. Banani hier, der Aufpasser. Sehr gut, Banani. Du machst es sehr top, top, top. Seht ihr, Stani im Itemshop eintragen. Ja, genau. So sieht's aus, Leute. Wer es noch nicht gemacht hat, kriegt nämlich einen auf den Deckel. So. Zack. Ich muss mal gucken, was Dave Knight hier macht. Alter, Dave Knight lässt alle durch. Dave Knight lässt alle durch, krass. Spitzhacke 10 von 10. Dave Knight, der schlechteste Bewerter EU West, heftig. Ich muss sagen, Skin sehe ich auch nicht oft, Bro. Also, Alter, der Skin ist aber auch krass hier. Oh mein Gott, Junge. Ist das nicht Crew-Paket gewesen? Der ist auch richtig heftig. Da machen wir direkt mal hier ein kleines Konzert. Zack. So, kleines Konzert hier. Guck mal hier mit meinem Müll, mit meiner Müllplatte hier. Ich habe natürlich eine coole Story vorbereitet und alles drum und dran. Bin ich mal gespannt, ob wir damit rasieren können. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Dave, eine kurze Frage. Hast du überhaupt schon einen gekickt? Sorry, Bro. Der Erste! Einmal raus. Monkey Mister ist der Erste, der raus ist. Oh mein Gott. Astrotech. Auch so ein selten. Bro, das sind alles Real Talk seltene Skins. Astrotech, ich weiß nicht, wann er zuletzt im Shop war. Vor 1000 Tagen oder so. Ja. Sieht man gar nicht. Ja. Ich muss sagen, Kombis sind ja nicht ganz so geil, aber ey, der Skin... Bro, ich finde so Travis Scott aber auch irgendwie schon wieder so gefühlt ausgelutscht. Ich muss auch sagen, Travis Scott sehe ich übelst oft. Also, muss ich auch sagen. Travis, aber das ist der Astro-Check, das ist ja der ja, ist deine Bewertung, Bro. Deine Bewertung. Ja. Denk also, nur dran, wir sind sehr, sehr viele Leute. Wir sind sehr viele Leute, nicht, dass du hier rentnermäßig nichts gepackt hast. Ja, nee, also, sorry, Bro. Finde ich nicht so geil, Bro. Sehe ich auch recht oft. Ist auch so ein typischer Bot-Skin, muss ich zugeben. Ey, nicht schlagen, Junge. Mich hat hier hinten einer geschlagen, Eisteufel, ist denn geile Kombi, aber ja, weiß nicht, Bro, sehe ich zu oft, sorry. Eisteufel sehe ich wirklich oft, auch in der Feuerversion leider. Hier auch Winterskin in dem Anime-Style. Ja, also Z passt auf jeden Fall ganz gut zusammen. Ich habe die Spitzhacke sogar dazugehört zu dem Skin, aber eigentlich sehe ich auch nicht oft. Also glaube ich wirklich mit der seltensten Weihnachtsskin, die es gibt. Ja, komm, darfst du weiter ausnahmsweise. Bro! Okay, der Skin ist krass. Der Skin ist krass. Oh mein Gott, das könnte Stani sein, glaube ich, oder Max? Okay, Leute, Dave denkt schon, dass ich da vorne irgendein Skin bin. Holy moly, aber ich hoffe. Ja, also das ist irgendein Favorit ist da. Aber ich glaube, das ist der Skelett-Trooper. Das ist ja diese Spezialvariante. Oh, Freunde, wir müssen das auf jeden Fall gewinnen. Ich bin gehypt. Aber Skateboard, Bro, auf dem Skelett-Skin? Weiß ich nicht. Alter, weiß ich nicht. Weiß ich. Aber Skin ist... Boah.
sehe ich aber. Also, ich sehe den Ingame wirklich auch nie. Bro, er lässt den. Das ist der übelste random Skin. Ey, Bro, das ist der größte Dulli-Skin, Alter. Ah, das ist hier Pass Level 1. Ja. Dummi-Buddy-Skin. Also, da muss ich wirklich. Max hat mehr Ahnung einfach wie du von Skin-Contest. Ist das crazy. Bro, das ist diese Piraten-Season, wo Fortnite Halbzeit war, was jeder in seinem Spind hatte hier. Da ist jeder mit rumgerannt. Bro, weiter, hallo. So, ja, brauchst Normando, Digga, tut mir leid, Normandos. Ah, ich dachte, den lässt auch schon weiter. Ich dachte, jetzt kommt der wieder. Nee, der ist Normando. Sehe ich selten, sehe ich. Deep Skin. Sehe ich selten. So ein Messer. Backbling. Boah, sieht auch ganz geil aus. Ja, komm, darfst du weitergehen, Bro. Also, weiter geht's hier. Wenn er den jetzt weiterlässt, dann fress ich. Ja, also, dann ist vorbei, Bro. Stop Skin, sorry. Das ist doch auch voll der Müll-Skin. Das ist auch voll der Müll-Skin. Was ist das für ein Skin, Digga? Einfach Roboter Bob, Junge, am Start. Geil, Digga. Spitzhacke auch crazy, Bro. Ja, safe weiter, Bro. Also, so ein Skin, der ist hässlich und selten. Kann nur Stani gönnen oder Max, sag ich mir. Ah, wir sind weiter! Let's go! Stani, der Skin Contest Master! Leute, das ist so ein geiler Skin. Ich sag ehrlich, er hat den Skin gefeiert. Und ich glaube, es sieht sehr gut aus. Es sieht sehr gut aus. Aktuell mein Favorit ist hier wahrscheinlich der Skelett Trooper hier. Aber wenn ich mir der ist auch noch krass. Der muss ich auch sagen, der ist auch sehr, sehr gute Combination, feiere ich extrem. Der ist so okay, sage ich euch ehrlich. Aber hier so, es gibt auch viele, wo ich mir denke, hey, warum sind die überhaupt weitergekommen? Ich bin mal gespannt. Also ich habe noch keine Ahnung, wer Max ist, aber also ich weiß nicht. Ich könnte vielleicht auch vorstellen, dass Max das da ist. Ich habe echt keinen Plan. Boah, also den finde ich halt auch echt cool gewählt hier. Mal gucken. Ja, ja, ist OG, aber ich sag dir ehrlich, ich also. Ist OG, aber die Spitze. Also, ja, den spielen schon ab und zu auch mal welche, muss man sagen. Ja, ne? Ja, ich sehe das draußen leider viel zu oft, tut mir leid, Bro. So, nächste bitte. Oh! Lol, einfach dieser Höllenskin. Ey, Real Talk, der könnte auch von dem jetzigen Battle Pass sein. Jetzt zur Unterwelt und so, passt der extrem gut. Sehe ich aber ultra selten. Spitzhacke von Dr. Doom mit dabei. Ja, ja Müllskin, Müllskin, Müllskin. Nein, Bro, safe, Bro! Safe, Alter, sehe ich nie den. Ah, ich muss sagen, Leute, ja, also der. Ah, die Kombination ist schon brutal mit dem Backbling, ne? Alter, das Backbling sieht schon sehr, sehr gut aus und die Pickaxe auch. Aber ist das nicht, Leute, ist das nicht Zed? Ist das Backbling mit der Dings nicht Zed? Ich weiß nicht. Aber ja, okay. Oh, was macht der hier? Guck mal, hier macht er hier Dings hier. Fröhlichen Dings. Feuer muss, ist orange in meinen Augen. Ja, also. Hier Luxkin. Ja, also. Also, Bro, dann lass direkt am besten diesmal einen Ausgenau weiter. Lass am besten diesmal einen Ausgenau weiter. Bro, hä? Stani, halt für die Klappe, Bro. Pass auf. Du fliegst auch noch gleich raus hier. Ja, muss ich aber sagen, sehe ich mich. Ja, also, das sind keine. Ich bin auch raus, tut mir leid. Und der, Digga, Bro, also. Der ist. Da hätte ich ja gar nicht, da würde ich gar nicht überlegen. Lachmond. Bro, da, Ich finde die Spitzhacke immer geil dazu. Das ja, ist aber Bro, Mensch. Ja, das ist, wollte ich gerade sagen. Jungs, könnt ihr auch mal die Klappe halten? Boah, der ist krass. Der ist heftig. Den fand ich echt Spieltalk geil. Bro, halt hast du denn eine Vermutung, wer ich oder Max bin, Bro? Hast du eine Vermutung? Ich bin gespannt. Kommt erst mal mit, kommt aus der Zone. Und dann mache ich meine Prediction, wer Stani oder Max ist. Ich habe auf jeden Fall so 3-4 Skins im Kopf. Das Ding, Stani hat halt alle Skins. Ich weiß nicht, wie ich habe alle Skins. Ich habe jetzt 1710 Skins. So, dann bitte hier einmal alle an der Wand aufstellen hier. Ja, nicht an der Wand, da sieht man aber nichts, das ist scheiße. Also einfach, die sollen sich hin. Mach doch so einfach so eine Tür, wo man durchlaufen kann. Was machen wir denn jetzt als nächstes? Ja. Okay, ja komm, oder Tanzduell erstmal. Mach einmal so eine Tür vielleicht oder so. Tanzduell. Ja, okay. Also jetzt erstmal kein Tanz. Oder Emotes. Was sagst du jetzt erstmal? Nee, was sagst du jetzt erstmal, wer ich oder Max bin? Also, einmal entweder hier dieser Skull Trooper in diesem Disco-Style. Ist eine crazy Kombination. Okay. Mhm. Hier dieser Roboter, keine Ahnung, einäugige Minion-Skin da. Okay. Der hat uns zu standardmäßig, glaube ich, das nicht. Das könnte auch einer von euch sein. Da, was ist das? Auch so robotermäßig hier. Ja, okay, dann machen wir jetzt hier Emote weiter. Also gibt's schon ein paar geile Skins auf jeden Fall. Also Emote ist Tanz, Max. Tanz jetzt. Ja, genau. Okay, also jetzt wieder einmal tanzen. Macht einen geilen Tanz, oder? Ach, nur Tänze? Erstmal so ein Tanz, ja. Ach du Scheiße. Oh, ja, passt von den Farben auch ganz geil mit dazu. Ja, komm, darfst du weitergehen. Und dann tanzt du jetzt danach. Jetzt natürlich auf jeden Fall hart, Leute. Jetzt natürlich hart aus. Ja, Hippie-Skin und Peace-Zeichen. Ist eigentlich auch recht smart tatsächlich. Ja komm, aus und Scheiße, Bro.
Ja, Lama-Skin. Nee, Bro. Sorry. War eh schon Kippe gewesen. Reicht nicht. Oh! Farblich 10 von 10, Bro. Auf jeden Fall weiter. Safe. Okay, anscheinend gibt es da echt ein paar Leute, die guten Plan haben. Oh, das ist auch krasse Combination. Boah, das war auch krass gewesen von Travis Scott. Das Emote geisteskrank. Gladiator-Skin macht erstmal ein Tennis-Emote. Also weiß ich jetzt ja nicht. Dann hier, weiter geht's. Bro, Tanz. Oh, auch böse. Ja, doch, safe weiter, Bro. Skin war Kippe, aber jetzt nach dem Tanz crazy weiter auf jeden Fall. Hier, einmal. Ja, aber sag, ey, ist so standardmäßig. Ich finde die Skin auch nicht krass, sag ich dir ehrlich. Ja, Skin war nicht okay. Bro, einfach auf dem E-Scooter am Cruisen. Ja, der geile Tanz, Bro. Auch selten, Bro. War das safe. Ja, Leute, ich sag euch ehrlich, wir haben jetzt schon Bonuspunkte. Also, wir haben so eine krasse Sachen. Selbst wenn wir jetzt reinchoken sollten, werden wir weiterkommen, glaube ich. Musik nicht, wegen Copyright, aber passt. Kann es sein, dass wir vorgehen müssen wegen Zone? Nee, geht noch. Eine Minute 70, das schaffen die noch. Schnell, Leute, ein bisschen Beeilung hier. Ja, komm, doch. Wow, okay, das ist crazy. Das darfst du nicht weiterfahren? Das ist crazy. Fußballskin passt halt auch. Ja, komm, passt. Dann hier Astro-Check. Ja, ist egal, das hat was. Skin ist aber wirklich 10 von 10 in meinen Augen. Hier auch sehr gespannt. Ja, passt, farblich saugeil. Okay, jetzt der letzte hier. Das kann auch einer von euch sein. Oh, ja, das choked rein, Bro. Unterweltbeschwörer persönlich. Ja, safe, geil. Safe weiter. Okay, in die Zone. Ich würde sagen, dass jetzt mal ein paar rausfliegen. Tanzduell, oder? Ja, Tanzduell und es fliegt jede Runde mindestens einer raus, Leute. Oh, was? Ja, okay, das ist hart. Das ist hart. Jetzt wird einmal hier um 50% das reduziert hart, von den Mitspielern. Das ist hart, tut euch einen Partner bitte gegenüber aufstellen. Und jetzt Tanzduell, Leute. Das muss auch ein anderer Tanz sein wie eben. Also nicht denselben Tanz wie eben machen, bitte, ja? Hey. Und hier braucht noch ein Gegner. Ja, alle jetzt hinstellen, sonst down. Leute, wie keiner gegen mich machen will. Gegen mich will keiner machen, weil die alle Angst haben. Keiner will gegen mich machen. Eins, okay, so fangen wir an mit Fußball-Skin gegen Galaxy-Skin. Okay, finde ich beides sehr krass. Ich muss aber sagen, ich finde den... Oh, ich finde Fußball-Skin fast noch ein bisschen... Leute, ich mach direkt die Free-Round. Gladiator gegen Unter... Ich mach richtig was richtig krasses jetzt. So direkt, dass ich den... Bam! Der kriegt jetzt eine. Oh, ist das so ein bisschen Unterweltboss, ne? Mit dem Thron hier. Neuer Tanz. Oh, Feuer, auch geil. Sorry, Bro. Ich weiß nicht. Also ist ja schwierig. Erster Tanz von beiden stark, zweiter Tanz war von beiden okay. Boah, das sieht geil aus. Mit hier Roboter. Ja. Boah, also das hier wirklich Next Level. Bro, okay, nachlegen. Boah, Junge! Das hier schon gefühlt Finale. Mach du nochmal einen Tanz? Ich musste wirklich die Tänze rausballern. Nochmal einen Tanz, komm. Boah. Digga, okay, ausnahmsweise beide weiter. Ausnahmsweise. Bro, wer ist das da drüben? Wer bist du? Warum? Du forst alle Tänze von mir! Der forst alles! Was soll denn das? Wo kommt der jetzt? Auf welchem Loch kommt der her? Junge! Da flipp ich aus! Gott-Tänze, er hat Gott-Tänze geforst von mir! Gott-Tänze hat er geforst gerade! Three Rounds! Max, beide noch mit drinnen, ne? Oh mein Gott. Krass, alle noch drinnen. Max, hätte ich nicht gedacht, ey, dass du... Also Max doch hier. Aber Max hat auch mal damals früher viel Skin-Contest gemacht, sag ich ehrlich. Bro, ich find's schade, dass du mich so unterschätzt. Ich muss auch sagen, Stingo ist auch ein bisschen pay to win und Max und Stani haben halt auch wirklich viel reingebaitet in Fortnite. Was sagt der da? So, bist du schon ready, Mr. Roboter? Boah, da bin ich jetzt gespannt. Okay, so, Skin auf jeden Fall schon mal einer meiner Favorites auf jeden Fall. Hä? Bro, schläft ein oder? Hallo? Roboter, fängst du wieder an mit Story? Ah, jetzt okay. Ey, Jungs, seht ihr Sprays? Ich sehe eben keine Sprays. Weiß gar nicht, ich kann nicht schauen. Ah doch. Warte mal, er ist auf jeden Fall erstmal so ein Gitarrist, Leute, hier. Er macht Konzert auf jeden Fall. Kommt doch noch was, Bro? Weiter. Oh!
Boah, jetzt macht er hier Solo-Action. Okay, okay. Jetzt geht's weiter in Solo-Fronte. Crazy, ja, okay. Ist geil auf jeden Fall mit der Gitarre und so auch hier. Sah auch geil aus. Was? Oh, Publikum gefällt's nicht. Okay, crazy. Das Publikum ist sauer. Jetzt muss er nachlegen. Oh, der ist richtig sauer hier. Gitarre kaputt. Geile Story, Bro. Geile Story. Ich glaube, das war's. Ja, Bro. Geile Story, geile Story. Ey, Leute, ich bin gerade mit den Emotes nicht klargekommen. Also, ich würde mal schätzen, Stani ist entweder der Roboter oder Party-Trooper, Party-Skull-Trooper. Ja. Max, kann ich mir gut vorstellen, dass es dieser Unterwelt-Skin ist. Oder dieser eine Roboter. Okay, Zone ist direkt Roboter. Okay, Bro, mach du kurz Story, ganz schnell. Ganz schnell Story machen, Bro. Ja, angelt, ja, passt. Standard-Angel-Story, ne? Ja, das ist ja nichts Besonderes. Ja, aber Bro, zu passt zum Skin. Ich finde das Skin auch nicht ganz geil. Aber sorry, Bro, ich muss immer rauskicken, weil Einbrecher-Skin finde ich nicht so geil. Fußball-Skin ist geil, aber auch zu basic in meinen Augen. Ja, die anderen sind zu krass, sag ich ehrlich. Fühle ich auch, fühle ich auch. Eben, die Skins sind krass, gar keine Frage. Aber die anderen sind krasser, fühle ich auch, ja. Hier, Höllen-Skin. Oh, Bro, er beschwört den Steinthron. Das ist crazy. Er ist über den, Alter, ich glaube, der Höllenskin ist echt Max, Leute. Ich glaube, der ist gar nicht so, also Max ist gar nicht so schlecht. Mach ich mal Story, Bro, Story. Auch ein sehr krasses Skin auf jeden Fall, aber ich muss jetzt punkten mit der Story. Okay, er ist hier am Marschieren, er geht hier nach vorne. Ja, was macht er da? Aber ich check nicht, was die Sticker hier bedeuten sollen. Irgendwie verliebt, aber... Ja, wir haben keine Zeit, Dave, wir haben keine Zeit. Bro. Sorry, gehen wir weiter, aber irgendwie. Keine Ahnung, Bro. Du musst eh jetzt am besten. Ja. So, warte mal, wie viel sind wir denn noch? Komm, Bali, rauf auf die Plattform. Hat der Sky Trooper schon Story gemacht? Ja, der hat Story schon gemacht, war aber auch sehr basic, Alter. Wir sind jetzt hier noch. 1, 2, 3. Aber einer geht noch ab, glaube ich. Der Fischer Skin, muss der Fischer Skin. Ja, dann wäre Duell hier nochmal ready. Wo ist der? Du kannst ja auch noch Sticker kannst du noch machen. Der ist an die Zone gestorben, Bro. Der ist an die Sticker. Sticker hier. Sticker machen. Skin. Sticker, ja. Auf Sticker. Sieht geil aus. Die Höllenskin. Auch nochmal bitte Sticker machen, hab's nicht gesehen gehabt. Boah, sieht alles geil aus. Boah, wenn es ein Stani ist, würde mich hassen. Okay, nein, warte mal. Nein. Ist Finale ein Crossing? Nein! Alter! No way! Bro! Ja, no way. Ja, aber ich hab noch Joker, Max, du wirst kassieren. Bro, ich hab auch noch einen Joker. Max, du wirst kassieren. Ich hab auch noch einen Joker. Okay, tanzt oder was? Ja, Tanzduell. Hier gegenüberstellen hier. Tanzduell. Okay. Jetzt geht's ab Punkt, ich würde sagen. Bam! Erst 3 Punkte hat. Warum muss ich sagen, finde ich den Höllenskin sogar besser. Ich weiß immer noch nicht, wer ist von euch beiden. Aber ich würde jetzt mit Höllenskin einen Punkt geben. So, weiter geht's. Nächster Tanz. Oh, bloß weg von hier. Oh, Bro, Wiederholung. Eieieiei. Wiederholungstanz. 1-1. Dann würde ich sagen, jetzt nochmal ein Sticker. Sticker. Zone. Ja, dann jetzt noch eine Metz. Ich hab noch Metz hier. Sticker. Hier. Sticker, schnell. Okay, beide ganz geil auf jeden Fall. Lass nochmal Zone gehen. Ey, das ist wirklich spannend hier. Real Talk, ihr seid beide krass ausgestattet. Macht nochmal Tanz. Nochmal einen neuen Tanz. Ey, das ist der 10. Tanz, den wir machen müssen. Ah, fühle ich jetzt nicht so von dem Roboter. Höllenmensch, Tanz. Warte. Oh, okay, sieht crazy aus. Okay, nochmal mit dem Hexentanz. Sieht eigentlich ganz geil aus. Passt alles hier ein bisschen zu dem Unterwelt-Thema. Nochmal ein Spray. Mach doch mal ein Spray, bitte. Spray-Motiv auf dem Boden. Oh, geht nicht, Bro. Ja, man sieht kein Spray. Rani, hast du keine Metz mehr? Bau mal vor, bitte. Hier, Metz. Hä, wer war das denn? Hä? Bro, wer war das denn?
Bro, wer war das gewesen? Nein, Bro, sorry. Oh, Banani. Bro, nein, sorry, es tut mir so leid. Ey, Bro, ich hab mich verdrückt. Ich hatte auch nichts mehr gehabt. Also, er hat sich verdrückt. Ich würde wirklich sagen, Bro, ich fand den Roboter-Skin vom Skin her sehr, sehr krass. Aber von den Tänzern am Ende der Höllenmensch. Ja, Bro, weil dieser, du hast bei den in der einen Runde, Bro, vier Tänze sollte ich machen. Ja, vier Bro, Tänze, Bro. Du hast doch gegen den Comet krasse Roboter gespielt. Ja, ich hab gegen den anderen gefeit, Bro. Du sagst, ich soll vier Tänze machen. Ja, aber was soll ich tun? Ja, beide krassen. Digga, vier Tänze. Ja, okay, GG. Max hat wohl gewonnen. Ich würde sagen, wer bewerten? Die Leute sollen in die Kommentare reinschreiben, wer gewonnen hat. Lasst Like und Abo da, Leute. Das war's gewesen. Schön mit euch.